Hallo und herzlich willkommen beim Bausimulator 2015 und wir stehen hier irgendwo, wo wir gar nicht sein wollten, denn... Oh, ich fahre rückwärts. Ich meine, wir sind schon um die Kurve gefahren. In der letzten Folge haben wir Zement geholt, haben uns hingebeamt und sind zurückgefahren und ich meine, wir waren an der Baustelle schon angekommen. Wieso der jetzt hier ist, weiß ich gerade nicht. Aber nehmen wir einfach mal so hin. Wir fahren jetzt zu unserer Baustelle, die wir eigentlich bebauen müssen. Und dort haben wir natürlich wieder einen Gussauftrag. Oder Gießauftrag oder was auch immer. Immerhin steht das gute Stück, was wir noch brauchen, schon halbwegs dort, wo ich es stehen gelassen habe. Aber auch wirklich nur halbwegs. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie wir das am schlausten machen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier hin und das reicht auch schon. Und dann fahren wir hier die Dinger aus. Ich mache das jetzt in der Cheater-Ansicht, weil ich brauche nicht lange. Ich will das nämlich gleich mal ausklappen, bevor ich den Mischer daran packe. Diese Ebene könnte noch halbwegs funktionieren. Danach wird es dann fast nicht mehr... Wobei, das ist, glaube ich, die letzte gewesen, oder? So, Ach ja, da dreht das ja gleich ganz auf. Jedes Mal erinnere ich mich wieder, wie langsam dieses Ding noch ist. Ich werde mir wohl doch mal für die nächsten... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt noch lange spielen werde. Es gibt noch genug andere Simulatoren. Ohren. So, hier können wir jetzt schon mal die Ecke zupflastern. Das machen wir mal kurz und bündig. Und dann ist er auch schon leer. Da müssen wir nämlich aussteigen und Mischer hinten ranfahren. Lalalala. Den habe ich natürlich jetzt erstmal komplett falsch rum hier hingefahren. Währenddessen müssen wir mal einmal gucken, was die Kollegen machen. Kann nämlich sein, dass die ja siehste. Nee, das ist ja unsers. Entschuldigung. Toll. Was ist denn jetzt was? Achso, das ist unsers, glaube ich. Die sollen auf jeden Fall weiterarbeiten, aber die sind noch dabei. So. Das machen wir. Wohnapartments. Das müssen die doch tun. Nicht, dass ich jetzt hier unsere Gießerei von meinen Kollegen erledigen lasse. Wobei das jetzt auch nicht das Schlimmste wäre. Wir haben es ja schon 1 bis 47 Mal gemacht. Ich glaube, wir haben mal letztens ersten Erfolg gekriegt mit Bus-Missionen. Wenn mich nicht alles täuscht, oder was war das? So, oh. Da bin ich ja nun völlig beknackt rangefahren. Da habe ich nicht erwartet, dass ich so schräg stehe. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den jetzt hier am blödesten rumkriegen. Ich glaube, die steht eh zu hoch. Dann werden wir da sogar... Oh. Mann! So, mal gucken, wenn ich den jetzt anmache. Entschuldigung, ob der da durchsifft. Nein, das sieht gut aus. Also, ab in die Betonpumpe. Die Betonpumpe, wollte ich sagen. So. Hier jetzt ein bisschen höher, damit wir hier die Kante zumachen können. Wir müssen jetzt wirklich versuchen, möglichst hier vorne alles zu gießen, weil da hinten werden wir nicht groß rankommen. Deshalb gieße ich jetzt schön langsam hier die Ecke und versuche wirklich alles auszufüllen. So. Hier auch schön. In die Ecke muss es fließen. Könnt ihr hier oben mal gucken. Wie sieht denn das mit unserem... Nein. Oh Gott. Na gut, ich gehe nicht davon aus, dass wir 100% von den Balken machen müssen. Dann kriege ich eine Krise. Wobei das hier noch halbwegs geht. Ah, da habe ich eine kleine Ecke nicht erwischt, aber ich glaube, das wird uns jetzt nicht den Sieg kosten, hätte ich beinahe gesagt.
So, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich hört das jetzt da oben an der Dings auch auf, weil da wird dann gleich meine Gießerei an die Grenzen stoßen. Na, ein Stück kann ich noch. Aber jetzt wird es gleich gegen den... Ja, jetzt ist es am Dach. Das heißt, wir ziehen hier mal eine Linie. Bis wohin wir gießen können. Ah, doch, das könnte gut passen, glaube ich. So, die ziehen wir jetzt einfach hier rüber, das bisschen Beton. Da kann ich drauf verzichten. Das ist, glaube ich, ungefähr wie letztes Mal. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger als letztes Mal ist es. Aber ich denke, wenn wir das hier alles gegossen haben, dann wird er zurück. Ah ne, das ist nicht unseres, das ist wieder hier El Kollega. Ja, der kann auch das gleich machen. Ach, dass die auch immer... Nein, falsch rum. Jetzt muss ich hier erstmal alles wieder gerade biegen. Haha, gerade biegen. Weil ich den da so krumm gestellt habe gerade. So, also ein bisschen höher. Wir müssen jetzt hier so lang. Da müssen wir langsamer sein, weil hoch heißt langsamer fließender Zement da unten. Und dann breitet sich das nicht so gut aus. So, jetzt können wir hier wieder runter. Na, das sieht doch halbwegs okay aus. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ansonsten fahren wir halt Betonpümpchen da mal auf die andere Seite. Würde also auch gehen. Man kriegt es tatsächlich mit der Pumpe noch hin. Egal, ob es jetzt die eine Mission eher für den DLC ist oder nicht. Wobei das da jetzt nicht stand. Normalerweise müsste das da ja stehen. Sonst hätte ich es ja nicht angenommen. Hätte ich sowieso gemacht. Wisst ihr ja. Ich mache das ja trotzdem. Ich kenne da ja nichts. Nichts kenne ich da. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier am besten... Naja, ich kann... Wie kann ich hier denn... Achso, ich muss jetzt einknicken hier. Ja, stimmt. So, dann knicken wir das gute Stück... Hallo? Wieso knickt denn der nicht weiter ein? Ah, jetzt. Da war er irgendwie verhakt. In sich selber. Kurios, kurios. So, wie viel haben wir denn schon? Können wir hier mal gucken? Oh Gott, 50%. Ja, die müsste jetzt eigentlich ausgehen, oder nicht? Oder muss ich jetzt ernsthaft das ganze Dach gießen? Das, ich glaube das nicht. So, hier das Ding zu. Das sieht schnieker aus. Das ist deutlich mehr als beim letzten Mal. Woran macht der das fest? Woran macht der das fest? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Naja, wir gießen hier weiter und weiter und weiter und werden es wahrscheinlich nie erfahren, aber jetzt ist er fertig. Gute Arbeit. Nö. Andererseits mache ich jetzt diesen Fleck hier definitiv noch fertig. Das geht gerade, das läuft gerade so schön. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hihi. So, Wohnapartments ist auch schon wieder fertig. Werden wir dem auch gleich mal sagen, aber wir machen hier zumindest noch halbwegs das Loch zu. Oh, das funzt doch wunderbar. Wie soll man das eigentlich, steht denn da einer, ist da eine Kamera dran, wie soll man sowas in echt machen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt höre ich auch auf. Setze das Ding zurück. Mischer muss ich schnell ausmachen, der ist, hat sich gerade bewegt und ist jetzt mal schön den Beton in die Landschaft. Wir müssen hier wahrscheinlich eh jetzt die Betonpumpe noch wegfahren. Das heißt, ich fahre auch mal Mischer weg. Oh. Der kommt wieder nach hier. Da steht er eigentlich ganz gut. Und auch so. Lalala, ich latsche über die Straße. Kommt da was? Nein. Warum eigentlich nicht? Steht doch kein Auto von mir im Weg. Oder doch. Oder nein. Oder doch. Oder nein. So, dann fahren wir jetzt die Stützfüße ein und dröseln mal rückwärts und gucken, was wir als nächstes machen müssen. Ich glaube, das war Baggern.
Oder nochmal für das Gebäude oben was mit Großgünter holen. Bam. Ach stimmt, ein großer Generator. Dann lassen wir dich hier erstmal kurz stehen und wir fahren mit Großgünter zum Baustoffhändler in der Stadt. So. Nun aber schnell. Warum brauchen wir jetzt eigentlich noch einen Generator? Oder soll der unten reingebaut werden? Ich weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein. Hüstel, Hüstel. Mich hüstelt es. Alter, was ist denn hier für eine... Hä? Wieso ist denn hier jetzt im Stau? Wir müssen uns das mal angucken. Aha. Das war ich aber nicht. Ausnahmsweise. Na gut. Einsteigen und weiter geht's. Tja, tut mir leid. Ich war das diesmal nicht. Da habt ihr euch selber jetzt die Suppe eingebrockt. Da könnt ihr euch nicht bei mir beschweren. So, ich glaube, ich hätte auch schon vorher abbiegen müssen können, tun lassen. Wobei, das ist wahrscheinlich völlig wurscht. Ach, jetzt fahren wir hier am Bahnhof vorbei. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier ist keiner mehr unterwegs. Sie stehen jetzt alle da hinten im Stau. Außer er hier. Und die beiden. Aber das ist ja schon wieder hier jetzt eine Hauptstraße. Wobei auch hier sehr wenig los ist heute für eine Hauptstraße. Ist Sonntag oder was? Dann dürft ihr ja nicht arbeiten. So, da vorne ist er auch schon. Da hat sich das Beamen dann auch nicht wirklich gelohnt. Das... Ey! So eine Sackratte. So eine Sackratte. Schaukeln... Also da schaukelt man sich doch hoch an solchen Sachen. So, Generator steht, glaube ich, hier. Deshalb bleibe ich mal ganz kurz... hier stehen. Und düse mal eben hier zu dem guten Kollegen. Ausrüstung, großer Generator... Jawohl, da steht da der Peter. Dann fahren wir das gute Stück hier nochmal neben. Dann brauchen wir nicht so weit mit der Kran rumhantieren und fahren die Stützfüße aus, während ich einen Schluck Kaffee trinke. Prost. So. Und ruf damit. Oh, hätte ich vielleicht doch gar nicht so weit vorfahren müssen. Das sind immer so die leichtesten Aufgaben, die man hier haben kann. So, ein bisschen drehen das Ganze. Und nach da. Nein, wieder zurück. So sieht der doch ganz gut aus. Dann können wir den Kran auch schon zurücksetzen. Einmal aussteigen und das Ding hinten schön befestigen. Naja, schön ist was anderes wahrscheinlich. Und sauber wahrscheinlich auch. Aber was soll's. Den kriegen wir zumindest noch irgendwo in die Nähe der Baustelle, glaube ich. Ob wir ihn abladen können, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben nur noch eine Minute. Das heißt, ich werde wahrscheinlich mitten auf der Straße, werde ich die Folge beenden. Dann fahren wir am besten rechts ran. So. Wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Hier City Center. Hier noch vorbei. Dann rechts Richtung Bahnschienen. Da hinten aber erst. Ah, das geht doch gut. Da kommen wir fast bis ins Wohngebiet. Boah, ah, schade. Das hat uns jetzt wieder Zeit gekostet. Du meine Güte. Wir nehmen aber die Straße hier nicht durchs Wohngebiet. Das ist ziemlich blödsinnig, weil die geht auch außen rum. Da kommen wir direkt zur Baustelle. Und ich würde fast sagen, wir fahren da auch noch hin. Die paar Sekunden, die können wir uns gönnen. Machen wir auch.
hier schon die Kollegen am Arbeiten hart. Im Moment sind wir hier wirklich im Wohngebiet total eingebunden. Oh. Oh, ich habe die nicht umgefahren. Das sah nur so aus. So, und rauf auf den Hof hier und die Punktlandung mit 20 Sekunden Verspätung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder beim Bausimulator 2015. Lasst Kuchen da und Kommentare. Tschüss.